Hallo und herzlich willkommen. In Kürze wird ein Facelift im Reptok Teile und Technikkatalog veröffentlicht. Das Facelift beinhaltet optisch moderne Anpassungen, welche die Oberfläche einheitlich und aufgeräumt gestalten. Die bestehenden Funktionen werden dabei nicht beeinflusst. In diesem kurzen Video stelle ich Ihnen die wichtigsten Veränderungen vor. Starten wir mit dem Login. Hier gibt es nur rein optische Veränderungen. Der Login und alle weiteren Funktionen, wie zum Beispiel Passwort vergessen, bleiben bestehen. Nach dem Login sehen Sie bereits die ersten Veränderungen auf der Startseite. Kommen wir zuerst zu der zentralen Suche. Hier sind die Suchbereiche PKW, NFZ, Reifen und alle weiteren über das Dropdown-Menü links neben dem Textfeld auswählbar. Geben Sie einfach die entsprechende KBA, Suchnummer oder ein Suchwort in dem Feld ein und beginnen mit der Suche. Im Bereich um die Suche sehen Sie die neu platzierten Informationen, Schulungen und Angebote wie beispielsweise das Werkstatt-Spezial. Im oberen Bereich finden Sie weitere wichtige Veränderungen. Zum einen verschiebt sich der Warenkorb, welcher zuvor ausgeschrieben neben dem Werkstattbereich zu finden war, nach oben rechts. Dort finden Sie nun neben der Benutzerverwaltung das Burger-Menü mit der Warenrückgabe und allen weiteren Funktionen, welches zuvor neben dem Reptok-Logo auf der linken Seite zu finden war. So verbinden wir die wichtigsten Verwaltungspunkte in einem Bereich. Schauen wir uns jetzt den Artikelbereich an und geben dafür eine KBA von einem Fahrzeug in der Suche ein. In dem Artikelbereich sieht man neben den neu gestalteten Icons auf der linken Seite zwei Anpassungen. Zum einen ist die Baugruppensuche von unten links nach oben links gerückt. Zum zweiten wird das eingegebene Fahrzeug nun komplett im Fahrzeugbereich angezeigt. Eine weitere Veränderung sehen wir in der oberen zentralen Suche. Hier erscheint nur noch ein Eingabefeld, welches die Suche vereinfacht. In dem Dropdown-Menü links neben dem Textfeld können Sie weiterhin die Suche eingrenzen nach beispielsweise der WM oder OE Artikelnummer. Jetzt geben wir eine Artikelnummer ein und legen diese in den Warenkorb. In der Artikelliste sehen Sie wie gewohnt Artikelverfügbarkeiten und die entsprechenden Preise. Wechseln wir nun in den Warenkorb. Hier werden ausschließlich die Artikel deutlicher dargestellt und ein großer Button für die Bestellung erscheint. Diesen klicken wir und springen in die Online-Bestellung. Auch in diesem Bereich wurden ein paar Anpassungen vorgenommen. Die Bestelldaten sind auf die rechte Seite neben die Artikelliste gerückt. Dadurch werden die Artikel deutlicher und aufgeräumter gezeigt. Auch hier bleiben die Funktionen, wie zum Beispiel einen Bestellhinweis hinzufügen, bestehen. Falls Sie sich Informationen zu dem Facelift schriftlich ansehen möchten, finden Sie diese im Katalog unter dem Punkt Weitere Informationen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem Facelift im Reptok Technik und Teilekatalog.